Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Herr der Ringe, Krieg im Norden. Und was gibt's da zu lachen? Gut, dann halt die Schnauze und geh vor. Ja gut, du gehst vor. Na gut, ich bin ja nur der Heiler. Ah! Sie versuchen noch einen Angriff. Genau was ich brauchte. Wir auch zurückschlagen. Können Sie tatsächlich so sehr in Ach du Kacke. Au! Du solltest... Nein, nein, au! Ich hatte schon gehofft, dass du tot bist. Okay, bist tot. Shit! Warte, ich komm hin. Auf die Beine, Junge! Wir brauchen deine Hilfe! Shorty, beschützt uns! Dankeschön! Nein! Ich hab keine Munition mehr. Ich kann euch nicht beschützen. Hier hinten, der Haufen. Der da. Probiert den mal zu looten. Normalerweise ist da... Hier, Schotti. Ja, ich tu doch gerade Pfeile aufsammeln jetzt. Du hier, mit deinem hier. Schotti, hallo. Komm her, los, komm schon. Hallo, hier. Alter! Das macht er bei jedem Spiel, Leute. Ja, ich kenne das. Ich kenne es auch. Komm schon, so bin ich wirklich so schlimm. Ja! Der eine ist ein Angeber und der andere ein Besserwisser. Ja. Und die anderen zwei sind wir. So. Was? Sowas ist ungerecht. Das ist einfach gemein, sowas. Das ist faszinierend, wie mit welcher Leichtigkeit dieser Zwerg hier diese Armbrust lädt. Schießt da bloß nicht gegen. Au! Das war so klar. Ich sag extra noch, schießt da jetzt bloß nicht gegen, wenn ich da daneben stehe. Und was macht er? Er schießt dagegen. Sorry, kann mich immer wieder widerstehen. Ich komme auch wieder dahin, wenn wir diese Schlacht gewinnen wollen. Ich weiß, dass du eigentlich hätten wir ihn lassen sollen. Errungenschaft freigeschaltet, Leben heißt Hoffnung. Diese Kreatur bringt Au! Verbann! Diese Scheiß. Wie heißen sie? Ja, Bomber. Saboteure? Ich glaube, Saboteure werden es da genannt. Ich nenne sie eigentlich. Ich glaube, ich nenne sie. Ich nenne sie Terroristen. Ja, danke. Ach, Herrgott, ein Zauberer. Na gut. Agro-Zwerg, geh mal voraus. Um sich zu schützen. Wir müssen näher an sie heran. Hier. Wo müssen wir denn lang? Schon da runter, aber da oben ist eine Kiste. Ich hol mir die Kiste. Ja. Ich finde, dass mich auch keiner trifft, während ich da hochrenne. Ich bin fertig. Das sind ja welche. Jetzt lernt ihr einen Dunadan! Das Tor ist verschlossen. Welches Tor? Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Oh, danke schön. Ich hab gerade irgendwas aufgemacht. Das war das Tor. Gut, oder zugemacht? Lasst uns zur Zitadelle aufbrechen. Mein Gott, jetzt kommt schon wieder Isengard. Es gibt noch mehr davon. Ich gehe mal zum Eingang, also zur Treppe. Passt ihr bitte auf, da kommt nicht, dass da ein Saboteur oder sowas durchkommt. Na, ich sehe die Saboteure. Ich habe nichts mehr. Oder Terroristen, wie Shorty sie nennt. Spüre den Zorn der Eldar! Ja, passt doch auch, oder? Ja, hast schon recht. Ja. Ist doch geschmeidig. Das kannst du doch nicht sagen. Das ist ein sehr sensibles Thema. Langsam. Immer schön langsam. Geld.
Hast du den Bogen bekommen, den ich dir gegeben habe? Hat der dir was gebracht? Welchen Bogen? Achso. Nehmen. Warte. Gut. Ja. Der bringt mir was. Oh je, neue Hosen habe ich auch. Ach, schön. Kann ich nicht nehmen. 13 Wille. Oh, ich hätte auch noch einen Bogen. Vielleicht bringt dir der was. Oh, immer wieder einen Bogen. Kann dir gar nichts hergeben von lauter Geschenken. Oh, danke. Oh, bitte. Oh. Hallo, Judith. Muss da völlig fertig sein. Ich finde das scheiße da. Geh jetzt ins Auenland. Ciao. Ich bräuchte mal einen Reparateur. Ja, ja. Alles kaputt. Alles? Alles. Kann man nicht eigentlich zwischen den Missionen. Nee. Nein. Was für eine Kreatur könnte solche Schreie ausstoßen? Nein. Formiert euch bei mir! Was für eine Kreatur könnte das Tor runterlassen und solche Schreie ausstoßen? Was? Wo? Oh mein Gott! Hierher, zu mir, wenn ihr Heilung braucht! Jetzt lernt ihr einen Dudelan kennen! Diese Biester sind noch stärker als die, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Hä? Sind die stärker? Nee, sind sie nicht. Sie sagt es nur. Ja, typisches Elbengewäsch halt. Agandas Schelgen! Oh! Saboteure! Ach du Kacke. Feindliche Bogenschützen auf der Höhe! Oh. Du stehst mir im Weg. Das nennst du Bogenschütze. Boom. Die Zahlen stehen gegen uns. Die Zahlen stehen gegen uns. Das reicht's aber mal. Die stehen immer gegen uns. Wir sind zu dritt. Ja. Da ist was dran. Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen! Oh, oh. Noch nicht. Oh, Saboteur. Was ruft er? Fasan? Keine Ahnung, vielleicht will er den Adler rufen oder so. Ich hab Saboteur gesagt. Ah, warum geben die jetzt alle auf mich? So, alle noch da? Hier oben, Freunde! Mein Gott! Ja, die erinnern mich irgendwie an so Touristen, die man am ersten Urlaubstag kennenlernt, furchtbar genervt davon ist, wenn man zufällig am selben Tisch mit denen sitzt. Und dann kommt die immer wieder, während des Urlaubs, so alle zwei Wochen und so, am Strand so, Hallo! Oder keine Ahnung, irgendwie. Ja, du steigst auf den Berg und sie so, das seid ihr ja auch, wie schön. Bei der ersten Begegnung waren sie noch nicht ganz so nervig. Du denkst noch, okay. Ja, oder so. Du hast es noch mit denen ausgehalten und dann werden sie immer nerviger.
Ja. Das ergibt Sinn. Hier oben, Freunde! Mein Gott, süß, aber blöd. Du bist an. Obwohl man ja sagen muss, sie helfen uns da aus einer schönen Patsche raus. Eigentlich ganz nett. Ach komm. Bitte. Selfmade man, ich bin da locker rausgekommen. Wohl. Erstmal alles sammeln und dann. Lasst mich das mitnehmen. Oh. Hat jemand Heilung? Nein. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Kriegsschwert aus den Nordhöhlen. Oh, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Tür fest verschlossen. Hoho, eine befestigte Armbrust. Schon wieder. So. Dann wird's erstmal ausrüsten, hätte ich gesagt. Oh, ich habe wieder Skillpunkte. Schön. Oh, ein Schild, danke schön. Bitte. So, oh, neue Hosen, auch schön. Okidoki, ich bin bereit, glaube ich. Noch nicht, Moment. Gleich. Fällt mir ein, verkauf auf noch aus diesem Inventar hier. Ganze Krimskrams, ein bisschen mehr Platz. Ganzen Schätze. Getrockneter Fisch. Brauche ich nicht. Bin bereit. Ach, hier sind also wir jetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, kommt, sammelt euch hier. Dass wir kaum, wenn wir durch irgendwie so ein Tor durchgehen, dass es hinter uns irgendwie wieder zugeht. Geht hier in Deckung! Sie kommen direkt auf uns zu! Und es ist zugegangen. Ich weiß, was jetzt passiert. Da ist die Zitadelle, gleich da oben!
Wahnsinn. Was für ein Ansturm. Boring. Ja, kommt schon noch. Boring. 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 Kommen sie gleich von rechts? Oder auch nicht. Ach, da steht noch einer, deswegen. Ach so, ja genau, weil der versteckt sich da. So eine Schüsse. Ah, seht ihr, jetzt kommt er von rechts. Ich mache hier mal Kisten kaputt. Peng. Ach du Kacke. Mehr von denen, es kommen immer mehr. Am besten du konzentrierst dich auf die Saboteure. Bin dabei. Sag mal. Er will nicht sterben. Torkelt da um sich. Sie greifen rechts. Von allen Seiten an! Ach, von allen Seiten. Was? Bin schockiert. Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen! Alter, die stehen so weit hinten, die Bogenschützen, dass das fast nicht erwischt. Ein Schwert greift dich an! Au! Bin schon da. Ist er weg? Geht in diesem Lichtschein in Deckung! Da unterhalb. Direkt vor dir. Okay. Der läuft rum. Ich habe nichts mehr. Ah. Da bei der Mauer sind noch mehr. Alter. Wie viel? Tja. Und der ist ja auch irgendwie zu leicht. Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht! Wo? Schon wieder Saboteure, also wirklich. Was heißt denn da also wirklich? Willst du mich damit angreifen? Na, will ich nicht. Irgendwie nerven die Typen nur. Die sind tierisch nervig. Bloß ich kann sie nicht abschießen, wenn mich von hinten jemand schlägt. Ja, ich bleibe ab jetzt hinten bei der Treppe. Alter, hau ab. Vor mir, Dämonen. Die sind bloß so. Weißt du, einer greift an und der andere rennt durch. Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen! Elbereth Giltoniel! So, haben wir es jetzt? Ich hoffe. Eventuell. Mein Gott. Es ist wirklich so. Moment, jetzt kommt's mir. Ist doch der Typ die Stimme vom Captain America? Kann schon sein. Ja, tatsächlich. Also, gut gekämpft, Freunde. Das würde ich nehmen. Ja, das passt. Das passt. Oh nee, ich sehe es doch schon wieder da vorne.
Jetzt lernt ihr einen Dudelan kennen! Mich nervt irgendwie, die Treppen nerven mich manchmal. Wenn man da irgendwie so leicht versucht drauf zu gehen von der Seite, klappt gar nichts. Oh. Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen! Ich bin schwer verletzt! Das ist teilweise echt verwirrend. So manche liegen am Boden, sind schon tot, die anderen liegen am Boden, sind nicht tot, sehen aber aus, als wären sie tot. Und dann stolperst du über sie. Ihr sterbt vor mir, Dämonen! Können die sich bitte mal entscheiden? Ist der tot? Ja. Puh. Okay. Das war ganz schön actiongeladen. Jo, wie viele Minuten haben wir denn noch? Ja, wir sind jetzt bei 21 Minuten von der neuen Aufnahme, also... Naja, dann haben wir ja noch ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, wir noch reingehen, oder? Ja, ich denke jetzt mal, das müsste ja jetzt dann auch der Abschluss von Fornost sein, weil allmählich jetzt ein bisschen langweilig. Es ist noch immer dasselbe. Kämpf dich von Raum zu Raum und guck so ein bisschen, dass du da diese Gegnerwellen aushältst, also... Ja. Das Tor öffnet sich. Oh mein Gott. Sind wir nicht da? Bleibt zusammen. Na gut. Also ihr habt mich gehört. Zusammenbleiben. Und ich glaube, ich müsste gar nicht mehr looten. Ich krieg da jedes Mal mit diesen Dingern hier bekomme ich irgendwie. Das ist genau, was ich brauche. Mist. Ich habe da oben auf den komischen Schützen gezielt und nicht auf. Au, au, au. Hilfe, Hilfe. Ja, klar. What? Komm schon, Zwerg, wir haben noch Feinde zu besiegen. Danke, Errada. Also. Ich stehe in deiner Schuld. Hä? Ach komm schon, Zwerg. Also, das war eigentlich deiner nicht würdig. Wir haben noch Feinde zu besiegen. Ja, vor allem, ich sag da bei mir, danke, Eradan. Also, das ergibt keinen Sinn. Genug. Ja, du kannst... Aua, hey! Sag ich doch, da hinten... Das ist genau das ist mir passiert. Man kommt da nicht mal hoch. Schieß halt. Ja, ich bin doch gerade dabei. Mein Gott. Erledigt zuerst die Feuerträger. Ja, also Feuerträger heißen sie, okay. Ich bin dumm. Fast. Alle zu mir. Oh, nein, lieber nicht. Gott, ey. Wow. Ja, klar. Kann ich nicht mehr. Alter, ich kann dich jetzt noch richtig. Leute, lauf weg. Nein, wir sind gestorben. Alter, was für ein Dreck. Könnten wir uns darauf einigen, dass wir das nächste Mal dass so alle weit weg bleiben? So, ja, nee, nicht das Mal, das ist nicht mal so gut. Ja, aber dass wir so weit weg von dieser Wand sind wie möglich, also einfach auf der anderen Seite vom Platz, dann können wir mit Fernkampf diese Saboteure... Wenn alle wenigstens in der Nähe von dem Heilbubble bleiben. Au. Ist jetzt nicht so das Schlechteste, würde ich jetzt mal sagen. Kann der endlich mal sterben da? Na gut, ja, können die endlich mal herkommen. Ich bin schwer verletzt. Was hat der gerade hingeschaut? Ja, endlich ist der tot. Der scheiß Armbrustschütze da. Ich muss mich mal kurz heilen, Moment. Ja. Ich gehe da sicher nicht mehr unvorbereitet rein. Okay, ich bin geheilt.
Eigentlich eine ganz nette Festung, die die da aufgestellt haben. Ja, ist eigentlich ganz cool. Schön. Hier kommen sie! Ach, die Toten fallen über uns her! Oh, Achtung! Und dann sagt er, die Toten fallen über uns her. Wo sind denn da irgendwelche tot? Ja, ich habe vorhin auch schon irgendwas gehört mit Untoten, so haben mir gedacht, vielleicht habe ich mich verwirrt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Audio-Files von diesem Spiel sind irgendwie nicht ordentlich verlinkt. Irgendjemand muss die Feuerviecher abschießen. Ich brauche Hilfe. Weil die nämlich die anderen mitnehmen. Shit! Ach, Warte, ich komme. Ganz ruhig, lass dir Zeit. Hinter dir. Wow, shit. Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Also, vor allem, wenn sie sich in der Masse verstecken, ist es teilweise gar nicht so leicht. Nee, die musst du erstmal abschießen. Ja, vor allem muss es mal treffen. Weil das Spiel hat irgendwie so eine Zielunterstützung, die einfach irgendwie automatisch den nächsten Gegner anvisiert. Bei mir nicht. Hierbei sollte vielleicht erwähnt sein, dass wir keine Profispieler sind und wir das auch nicht von uns erwarten. Nur für den Fall, dass du jetzt vorm Computer sitzt und dir denkst, Alter, sind die fucking schlecht. Wir sind zufrieden damit. Ne? Zimmer. Ja. Relativ. Meine Leistung eindeutig schon. Ja. Elberet Giltoniel. Ah. Sie haben noch mehr Bogenschützen hergebracht. Genau, was ich brauchte. Was? Mehr Bogenschützen? Das war genau das, was ich gebraucht habe. Hey, hier oben. Da schaut man, hier oben sind Bogenschützen. Zeit besonders. Oh, ach ja, okay. Hast du die Kiste schon gelootet da? Die goldene? Nein. Dann mach das mal. Ja, genau, schießt irgendwo hin. Ist noch da. Lasst mich das mitnehmen. Jetzt nicht mehr, denke ich mal. Okay, ihr bekommt jetzt mal ein bisschen was. Schieß sie ab, schieß sie ab, schieß sie ab. Das war ein bisschen zu spät, oder? Fuck. Kacke. Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen. Machen wir eine Bubble in der Bubble. Ich muss aber schon sagen, diese gegnerischen Magier, die sind schon immer relativ stark. Jetzt lernt ihr einen Dudelan kennen! Dies wird sich als nützlich erweisen. Spüre den Zorn der Eldar! Fast am Ende! Mit beiden Händen bin ich tödlich. Oh. Ja. Hinter dir. Feindliche Bogenschützen auf der Höhe! Ja, und bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt einen Timer. Wenn man zu lang tot ist, dann... Scheiße. Nein. Ich brauche Hilfe. Ich dachte, Elben wären dazu bestimmt, lange zu leben. Ach, halt doch die Schnauze. Ich kann nichts dafür, das macht er automatisch. Tretet in den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein. Oh
So. Oh, Bolzen. Denkt der da gerade? Jetzt lernen wir einen Weibleib erkennen! Der bewegt sich nicht. Hauptsache sie sterben. Ja. Eieiei. Ihr sterbt vor mir, Dämonen! Stirb! Drecksau. Diese Blüte ist wunderschön. Die sind erledigt. Lasst uns weitermachen. Aber Hauptsache die Blüte ist wunderschön. Ist doch richtig so. Ach, na gut. Ach, da vorne ist wieder so ein Checkpoint-Ding. Aber ich hätte jetzt gesagt... Ich denke mal, das war genug für heute. Jetzt. Ja. Es war eindeutig ein Haufen Gekämpfe. Gut, davor auch schon, aber irgendwie in der Folge brutal. Der Hammer. Wir sind gar nicht mehr zum Reden gekommen. Eine einzige Schlechterei. Wir verabschieden uns von euch. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Und macht's gut, Freunde.